willkommen mal wieder auf meinem Kanal. Mensch. Ja. Ich hoffe, euch geht's gut. Ne? Bei mir geht's so. Ne? Hab jetzt Frühschicht die Woche. Ja, gut, aber ich komme trotzdem nicht irgendwie. Ich habe keine Lust zu gucken. Deswegen, ich habe jetzt wirklich nur 4 Filme geguckt. Bis jetzt. Heute Mittwoch, ja. Normalerweise schaffe ich 2 pro Tag. Also hätte ich jetzt eigentlich gleich noch ein Video machen können für morgen oder übermorgen, aber nö. Nix. Ja, update-mäßig kann ich euch auch nichts bieten. Ich habe, ja, gut, ein paar Sachen sind immer noch bestellt, die kommen noch. Ja, aber sonst habe ich jetzt nichts Neues. Ihr habt ja vorgestern erst, letztens, Update von mir bekommen. Ne? Haben wir ja schon gemacht. So, jetzt haben wir erstmal wieder was geguckt. Nicht? Jo. Ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Und zwar geht es um den ersten Film, den ich euch zeigen möchte. Okay. Der ist schon ein bisschen länger auf dem Markt. Den haben schon viele beschrieben im Netz und hast ihn nicht gesehen. Und aber ich wollte jetzt auch meinen Senf dazu tun, weil er gehört einfach ins Video. Ich habe ihn ja geguckt. Endlich. Ohne viele Worte. Wonder Woman. 1984. Ja. Ich werde jetzt gar nicht so großartig erzählen, worum es geht. Ich meine, das wissen fast alle. Ne? Ich werde den Film zwar behalten in der Sammlung, weil ich habe hier alle DC- und Marvel-Filme, ja, also die ganzen Avengers und hast du nicht gesehen, ne? Und DC halt Justice League und hast du nicht gesehen alles. Hab ich. Man of Steel und so weiter. Also bleibt er auch in der Sammlung. So gut finde ich ihn. Ich lasse ihn schon fallen. Nein. Ich sag mal so, die Effekte haben mir schon ganz gut gefallen. Ja, die waren eigentlich genauso gut wie beim ersten Teil. Also da kann man echt wirklich nicht viel gegen sagen. Also es ist in Ordnung, ja, für DC. Es ist in Ordnung, hat mir gut gefallen. Ja. Von der Geschichte her, die war ein bisschen mau, sage ich mal so. Ja. Ja. Mit meinen Worten besser auszudrücken, die Geschichte war ein bisschen ne? Also daher, ja, ich will auch gar nicht mich so lange mit diesem Film befassen jetzt. Wie gesagt, ich fand die Effekte gut, die Action war akzeptabel, viel zu viel Gelaber, finde ich. Also der erste Teil war um Längen besser. Also der erste hat mir ja gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ja? Der erste war auch wirklich gut. Ja, es waren nur ganz wenige, die ihn ja nicht so gut fanden. Ja, also viele fanden ihn ja gut. Ich behalte ihn zwar in der Sammlung. Vielleicht werde ich ihn mir irgendwann mal normal gucken. Könnte sein. Vielleicht war ich auch nicht in der richtigen Stimmung. Ich weiß es nicht. 5 Punkte. Aber die 5 Punkte auch nur wegen den Effekten, die eigentlich ganz okay waren, wie immer. Ja, da, wo sie da rumgeflogen ist, fand ich jetzt ein bisschen doof. Es sah zwar schön, gut, okay aus, aber Wonder Woman kann nicht fliegen. Naja, dies Jahr mit dem Wind. Naja. Sie kriegt von mir wegen den Effekten und so weiter 5 Punkte. Ah ja, genau.
Hatte ich jetzt fast vergessen zu erwähnen. 151 Minuten für den Film. Also die 50 Minuten hätte man runternehmen können. 90 Minuten, dieser Film wäre viel besser gewesen. Der hätte von mir wahrscheinlich sogar mehr Punkte gekriegt. Ehrlich, ich fand ihn langweilig. Ich fand ihn wirklich in die Länge gezogen. 151 Minuten, für was? Für was? 5 Punkte. Wenn nicht sogar 4,5. Aber 5 ist okay. Jo. Dann habe ich mir ja einen Film. Ja, eigentlich alle Filme aus meinem letzten Update. Mhm. Ja, komisch, ne? Vom letzten Update, wie Filme, die gucke ich mir an. Ich habe hier Filme, die habe ich vorgestellt schon vor... bestimmt vor 4, 5 Updates. Ich habe die immer noch nicht geguckt. Okay. Man muss ja auch Bock haben, ne? Hier drauf habe ich Bock gehabt. Und zwar, den habe ich ja euch, wie gesagt, beim letzten Update gezeigt. Ein Film von, der ist sogar von Agnieszka Holland. Ja, die hat auch so andere gute Sachen gemacht. Ja, House of Cards zum Beispiel. Hm? Sagt jedem was, oder? Ja, ist nämlich von dieser Agnieszka Holland. Ist eine Polin. Ja, so viel ich weiß. Ja, genau. Und wir haben hier den Film Die Spur. Ja. Den habe ich mir jetzt endlich angeschaut. Ist ein Öko-Thriller. Worum geht's? Der Film ist ein Deutsch, Polnisch, Tschechisch. Ich habe jetzt nicht alles aufgeschrieben, aber irgendwas war da noch. Ja, gut, ist ja nicht schlimm. Der ist von 2017, der ist noch ein bisschen älter, ja. Geht auch 2 Stunden, 8 Minuten. Aber, ich muss ganz ehrlich sagen, geile Aufnahmen, geile Bilder, ne? Natur, viel Natur wird gezeigt. Und ich fand ihn keine Sekunde langweilig. Ja, muss ich ehrlich sagen. Zwar wird viel geredet, aber es ist immer interessant. Ja, also mir hat er sehr gut gefallen. Und worum geht's? Wir haben, wie heißt die Dame denn? Ach, shame, jetzt habe ich natürlich vergessen, das hinzuschreiben. Ach ja, sie möchte ja nicht mit ihrem Vornamen angesprochen werden. Sie hier. Oder besser gesagt, sie hier, Frau Duschenko. Ja, genau. Jo, sie lebt in einem kleinen Dorf. Sie selber aber ein bisschen außerhalb. Schön im Wald, richtig schön. Tja, und die meisten Leute in diesem Dorf sind alles Jäger. Ja, ja, wenn halt die Wildzeit ist, ne, dann wird das Wild geschossen und so weiter und so fort. Und sie sofort, ne, sieht dann als Beispiel jetzt ein totes Reh oder ein Wildschwein und sie gleich zur Polizei und möchte einen Mord melden. Ja? Es wurde ein Tier umgebracht. Ja? Von dem und dem. Und ja, sie ist sehr naturverbunden. So, Punkt. Dann passiert es aber, dass langsam Jäger zu Tode kommen. Ja, es werden immer wieder Jäger tot aufgefunden. Und neben den Jägern, zum Beispiel der eine wird da umgebracht und liegt da im Schnee im Winter. Und neben ihm Rehspuren. Ja, kleine schöne Spuren vom kleinen Reh. Ja. Und sie sagt, ich weiß, wer das war. Die Rehe, die haben ihn umgebracht, weil er die auch immer schießt. Ja, die Tiere rächen sich. Ja, und sagt das auch der Polizei und so weiter. So. Mehr sage ich nicht zu dem Film. Ja, es sterben, glaube ich, weiß jetzt nicht, 3 oder 4 oder 5.
Ja. Leute. Und überall sind immer Spuren von den Tieren. Sie sagt, ja, es sind die Tiere. Die Tiere bringen die Menschen jetzt um. Da wird der Spieß mal umgedreht, ne? Ja, wer weiß, Leute. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Ne? Ja. Wie gesagt, ich fand den Film gar nicht mal so schlecht. Ist jetzt kein Horrorfilm oder so, ne? Ich meine, der Film ist ab 12. Also, ja, gut, der ist ab 12. Ja, aber die Leichen werden teilweise nicht sofort gefunden. Ein, zwei schon, aber manche werden dann so nach Monaten gefunden. Ja, die sind natürlich auch extrem verwest und die ganzen Maden da oben drauf und die Kamera hält da voll drauf. Also, das ist schon ein bisschen heftig, was man da sieht. Ein, zweimal in dem Film. Also, ich würde ein 12-jähriges Kind nicht gucken lassen. Zumindest die Szenen nicht. Ja? Aber ansonsten hat der Film so nichts zu bieten. Also, es ist jetzt kein Horrorfilm oder so, wie gesagt. Es ist einfach ein kleiner Thriller. Und ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, der ist wirklich gut gemacht. Der ist echt gut gemacht, gut inszeniert. Und diese Schauspielerin, ne, die Frau Dulschenko spielt, spielt ihre Rolle wirklich verdammt gut, muss ich sagen. Und alleine schon, wie sie spielt, ja, muss ich den Film, ja, ich sag mal, ja, ich will da jetzt nicht zu hoch greifen. Ja, naja, guckt ihr euch den an und sagt, oi, was hat denn für ein Scheiß? Ja, es ist nicht jedermanns Sache. Also, man muss schon Bock drauf haben. Ja, es ist nicht jedermanns Sache. Und dann noch 2 Stunden, schon happig. Ich gebe dem Film aber trotzdem, weil seine Erzählweise so gut ist, ich gebe dem Film 7 Punkte. Doch, ja. Mir hat er sehr gut gefallen. Also für so einen Öko-Thriller. Ist in Ordnung. Ja, kann man gucken. Ja, also es ist keine extreme Empfehlung von mir jetzt. Wer Bock drauf hat und will sich darauf einlassen, kann sie sich angucken. Wer nicht, der nicht. Ne? Ja. Dann habe ich geguckt. Ja. Der ist auch, ja, das sind alles vom letzten Update, die wie gesagt. Und zwar habe ich geguckt, Hope Lost. Hope Lost, ja. Hört sich immer so komisch an. Hope Lost. Hope Lost. Ja, okay, vergiss es. Ja. Wir haben hier Sophia. Und Sophia ist, ja, dead. So. Hat keinen Freund, aber alle Mädels im Club irgendwie und sie auch, alle schwärmen von diesem einen Typen da, der ist reich und da gut aussehen, dann hast du nicht gesehen. Ja. Und er kommt auf sie zu und die lernen sich ein bisschen kennen, hast du nicht gesehen. Und sie voll verliebt und alles. Was macht er? Der hat nämlich Schulden ohne Ende. Und mehr oder weniger verkauft er sie für seine Schulden an, wie heißt er nochmal? Michael Madsen und Danny Trejo. Ja? Und das sind Zuhälter. Ah, der eine Zuhälter, der andere Bodyguard halt. Und sie muss dann, um die Schulden für den abzubezahlen, ja, das hört sich jetzt wirklich scheiße an. Es ist auch scheiße. Sie muss dann auf den Strich gehen, um die Schulden von ihrem
Ja, noch nicht mal Freund. Ja? Ja. Abzuarbeiten. Wie ich schon das letzte Mal gesagt habe, Spio JK. Ja, aber 1, 2 Szenen, ja, okay. Aber es ist nicht so hart, wie ich das jetzt vermutet hätte für eine Spio JK, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mir hier was ganz anderes vorgestellt. Eigentlich wird da die ganze Zeit der Alltag einer Prostituierten gezeigt. Punkt. So. Tja, und diese Sophia. Die wird ja jeden Tag dann von irgendwelchen Männern abgeholt und so weiter und so fort. Aber dann taucht eine Frau auf, die ihr auch sehr viel mehr Geld als die Männer gibt. Für gewisse Stunden. Man sieht ja auch dann, was die beiden machen. Ist aber nicht so, wie ihr jetzt denkt. Also, ne? Und ja, diese eine Frau halt, die verguckt sich da ein bisschen auch in die Sophia, sag ich mal. Mag sie zumindest, ja? Und ja. Und der Michael Metzen, der Obermacker hier, der kann es nicht erwarten, sein Geld wiederzukriegen, ja? Und verkauft Mädels, also zwei, also Sophia und noch eine gute Freundin von ihr, die leider da auch in diesem Milieu oder ja, damit auf den Strich geht mit ihr, mit der sie sich eigentlich gut angefreundet hat. Die beiden werden dann mehr oder weniger für einen, ja, er verkauft die beiden, um einen Snuff-Film zu drehen. Ich habe eigentlich schon zu viel erzählt, aber ich sage euch jetzt schon, für eine Spiel JK war mir der Film ein bisschen zu seicht, ehrlich. Also da bin ich härteres gewohnt. Ja, ich habe hier Filme, die sind ab 18, die sind härter. Ich sage mal so die Thematik, ja, Pranks, was für Pranks? Zwangsprostitution, wollte ich sagen, ist natürlich hart und leider auch alltäglich. Ja? Gibt es ja überall auf der ganzen Welt. Ja, und ja, also der Film lohnt sich aber einmal zu gucken. Das muss ich ihm sagen. Ja, er ist zwar jetzt also nicht so extrem hart, wie es manche vermuten werden, wie ich es auch vermutet habe. Aber er ist schon krass. Also die Geschichte an sich ist schon krass. Und ich glaube, daher kommt auch diese Spio-JK-Freigabe. Ja? Also es ist schon, ja, ne? Aber ist schon geil. Ist schon gut gemacht, sag ich mal. Hat ein bisschen seine Längen. Ja, wie lange geht der nochmal? Der geht 94 Minuten. Aber an manchen Stellen finde ich ihn schon ein bisschen so, zu viel Blabla, hätte ein bisschen mehr passieren können. Aber es geht. Ja? Der kriegt von mir, der hat mir jetzt nicht so gut gefallen, sage ich mal, wie zum Beispiel die Spur. Ja? Deswegen muss ich ihm einen Punkt abziehen. Der eine oder andere wird ihn vielleicht mögen. Also ich kann ihn schon empfehlen, aber einfach unvoreingenommen einfach einschalten, gucken. Ja, wenn ihr den irgendwo günstig kriegt. Ich meine, ich habe ihn auch jetzt sehr günstig bekommen bei Rebuy. Ich glaube, da waren noch Exemplare. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt ausverkauft da ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, den haben sie noch da. Ja, den kann man sich getrost mal holen für, ich glaube,
4 € oder so, kannst du nichts verkehrt machen. Da machst du nichts verkehrt. Ja? Ist okay. Ist okay. Ja? So, ich gebe dem Film, ja, die Spur hat mir besser gefallen, wie gesagt. Deswegen kriegt er einen Punkt weniger. Ich gebe ihm 6 Punkte. Ja? Die Spur hat 7 bekommen. Hier mache ich 6 Punkte. Ja? Ja, doch. Aber er bleibt auch in der Sammlung. Doch, ist okay. Doch, der kommt da unten hin. So, und dann habe ich geguckt, das Mediabook, was ich mir jetzt so, was auch jetzt neu rausgekommen ist. Ja, und zwar Bloody Hell, One Hell of a Fairy Tale. Bam. Ja, den hatte ich mir ja auch jetzt letztens erst geholt. Ja. Und hier geht es um Rex. Rex ist er hier. Tja, will zu seiner Angebeteten. Ja, der Film ist ja ziemlich neu, 2020. Und ist ein australischer Film. So. Geht 1 Stunde 35. Jo. So. Ja, Rex möchte gerne zu seiner Angebeteten, die er gerne daten möchte, in die Bank. So. Kaum am Schalter angekommen, will er gerade loslegen. Da kommen schon, ja, Banküberfall. Ja, da kommen ein paar maskierte Leute rein. Schwer bewaffnet. Alles hinlegen, na, kennt man ja, ne? So, was die alle natürlich nicht wissen und was wir erstmal noch nicht wissen, aber dann auf einmal wissen oder kennenlernen dürfen, ist, dass Rex einen imaginären Freund hat. Kann man das so nennen? Er ist, ja, es ist ein imaginärer Freund. Also er redet mit ihm, als ob es ein imaginärer Freund ist, aber nennt man das da auch anderen auch imaginären Freund, wenn man sich selber sieht, also mit sich selber redet? Und sich auch sieht, also wir sehen ja in dem ganzen Film ihn doppelt. Ihn selber und sein, ja, sein, seine innere Stimme, aber verkörpert. Haben die auch richtig gut gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht. Hat der Schauspieler hier einen Zwilling? Also, das haben die richtig gut gemacht. Beide immer die ganze Zeit im Film drin. Ja. So. Also ich sag mal, seine böse Hälfte, mehr oder weniger. Ja, doch, seine böse Hälfte ist ja dieser imaginäre Ich. Ja. Tja. Er geht auf den Boden in der Bank. Und sein imaginärer Freund sagt: Mach sie kalt. Ja. Ja. Und dann durch Zufall, bla bla bla, passiert es so, dass er dann eine Waffe kriegt. Oder Waffen. Tja. Und er fängt an und bringt diese Leute alle um. Die da, also die Bankräuber. Ja, befreit. Sagen wir mal, ja, alle von der Bank, ja. Aber weil er da so extrem brutal durchgeht, sag ich mal, ja, kommt er selber vor Gericht und muss für 8 Jahre in den Knast. Dann kommt er aus dem Knast wieder raus und denkt sich, ja, ich will alles besser machen jetzt, ich will alles anders machen, mein Leben in die Hand nehmen. Und fährt einfach mal nach Finnland. So, kaum in Finnland angekommen, steigt er aus dem Flieger, passiert gar nicht viel, aber bumm, wird er entführt. Und ja, von einer Kannibalenfamilie. Wo er als Mittag- und Abendbrot, sag ich mal, fungieren soll. Tja, wie ist denn der Film so? Total abgedreht, total bekloppt. Ja, also
Der Film ist ab 18, ja. Und ich muss ehrlich sagen, also es ist eine Komödie auf jeden Fall, ja. Es ist wirklich, da passieren so Sachen, wo ich denke, boah, nee, nee. Der Film ist geil. Der ist wirklich geil. Der ist geil. Den muss man gesehen haben. Es ist einfach Hochglanzkino, wirklich. Teilweise auch ein kleines Kammerspiel, weil er wird ja in diesen, ja, ich glaube, das kann ich ruhig spoilern, aber ist kein Spoiler in dem Sinne. Also, es ist, ja, ich glaube, das steht sogar hier. Ja, steht sogar oben drauf. Also, wenn ihr euch das anguckt, dann, ja, er wird ja in so einem Keller festgehalten, sage ich mal. Und sehr große Teile des Films, sind, ja, nicht sehr viel, aber schon eine Zeit lang, wo er dann in diesem Keller ist, ja, und ja, mit sich selber redet da die ganze Zeit, ne? Er selber hängt da und sein imaginärer Freund, sage ich mal, der läuft da die ganze Zeit rum und redet mit ihm. Ja. So. Leute, ich will auch über den Film gar nicht mehr weiter erzählen, weil da sind so viele Details, die absolut Spaß machen in diesem Film, die ich auch auf gar keinen Fall hier erzählen möchte. Ich kann nur eins sagen, mir hat der Film richtig geil gefallen. Richtig geiler Film. Total verrückt. Ja, es ist kein Horrorfilm. Extrem so, ne? Also, es ist mehr eine Komödie mit Splatter-Einlagen, sage ich mal so ein bisschen. Ja, es ist nicht so extrem. Ne? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich überlege jetzt, was für eine Punkte ich geben soll. Muss ich ehrlich sagen. Also, ich würde. Ich schwanke zwischen 9 und 10. Ehrlich. Ich fand ihn richtig geil. Aber neun Punkte. Sorry, Leute. Ich weiß. Aber ich habe mir vorher keine Gedanken darüber gemacht, wie viele Punkte ich ihm geben soll. Aber ich gebe ihm mal eine 9. Mir persönlich hat er richtig geil gefallen. Richtig geil. Schon lange nicht mehr über einen Horrorfilm so gut gelacht. Top. Ehrlich. Top. Kann ich nur empfehlen. Lohnt sich. Ja. Lohnt sich wirklich. Ich habe gesehen, ihr müsst euch auch noch nicht mal unbedingt das Mediabook kaufen. Die normale Amare, die ist auch ungekürzt. Der Film ist nämlich ganz normal. Uncut als ab 18. Auch in der Amare, so wie ich das gelesen habe. Und daher ist es eigentlich kein Problem. Ne? Holt euch ruhig die Amare, wenn ihr unbedingt nicht das Mediabook haben wollt. Gut, ich hatte es mir ja. Ich habe das da gesehen und dachte mir, oh komm, die nimmst du jetzt mit. Und ja. Toller Film. Muss ich ehrlich sagen, hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Da sind ein paar Szenen drin, wo ich denke, boah, nee, ne? Wer kommt denn auf so eine Scheiße? Ja, also wirklich super gemacht. Und wie gesagt, so. Wieso? Der erste war so gut. Meistens ist es ja so. Erste gut, zweite, dritte Scheiße. Nein, hier gehen sie gleich von sehr gut zu Scheiße. Ich verstehe das nicht. Ach. Schade, schade, schade. Fand ich echt wirklich sehr schade. Ehrlich.
Ich habe mich so darauf gefreut. Ja. Sie hat mir auch sehr gut gefallen hier beim ersten Teil, wie gesagt. Und ja, warum macht man nur sowas? Ich verstehe das nicht. Naja, was soll's. Ja, Leute, das war's mal wieder. Ich habe so weiter leider nichts geschaut zurzeit. Ja, also, ja, heute gucke ich auch nichts. Ja, irgendwie keine Lust. Keine Ahnung. Keine Lust. Ehrlich, keine Lust, was zu gucken. Ja, hört sich jetzt wirklich komisch an. Was willst du machen? Ja, Leute, wenn ihr was, weil ihr seht, zurzeit mache ich ja nicht so viele Videos. Ja, ich kaufe nichts. Nee. Großartig, ein kleines Update letztes Mal, okay, habt ihr ja gesehen. Aber wenn ihr mal was Besonderes wissen wollt, wenn ihr irgendwas, ein richtig cooles Thema besprechen wollt, was ich da vornehmen soll, vielleicht ein Livestream, ne? Dass ihr mir mal ja, Themen vorschlägt, wo ich dann sage, okay, jetzt habe ich ein paar Themen zusammen. Wo ich sage, okay, darüber wollt ihr reden? Klar, machen wir. Ich suche mir alles zusammen, was ich dafür brauche und mache einen Livestream. Hätte ich mal nichts dagegen. Würde das mal probieren, ja? Wieso eigentlich nicht? Ja? Hätte ich mal Bock drauf. Jo. Das geht doch auch mit dem Handy, oder? Ja, Livestream so mit dem Handy. Ich habe das noch nie gemacht, ja? Aber jo. Vielleicht kann mir ja einer mal in die Kommentare schreiben. Wie macht ihr eure Videos? Mit dem Handy oder doch mit einer Kamera? Mit einer GoPro, ne? Oder so? Ja. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwas Besonderes wissen wollt, dafür sind auch die Kommentare da. Schreibt auch Fragen, ne? Lasst doch mal ein Abo da, ne, Leute? Ja. Gut. Ne? Aktiviert die Glocke. Damit ihr von meinen tausenden Videos ganz verpasst, muss ich selber lachen. Ja. Ja, Leute, macht das doch ruhig. Ne? Jo. Schreibt doch alles in die Kommentare, wie gesagt. Wenn ihr mal irgendwas Besonderes sehen wollt, bitteschön. Schreibt es doch rein. So, dann würde ich mal sagen, wie immer, einen schönen Tag. Schönen Abend und gute Nacht.